Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge Let's Play Caesar 4. Beim letzten Mal sind wir hier in Hippo Regius gestartet, einer Region in Nordafrika. Und dort müssen wir uns den gegen die Katara erwehren. Wir können Rom aktuell noch keine militärische Unterstützung leisten. Unsere Stadt braucht mehr Arbeitskräfte. Das wollen wir jetzt angehen. Dazu müssen wir eine Verbindung nach Terraconiensis erstellen. Das ist wichtig. Und hier einen Handelshafen dafür setzen. Das ist natürlich ebenso wichtig. So, zack. Und wir müssen Eisen und Nutzholz importieren. Vielleicht erstmal nicht ganz so viel, das könnte nämlich teuer werden. Und hier auch ein Lagerhaus dafür hin. Für Eisen und Nutzholz. Wir werden dann hier eine Waffenschmiede errichten. Waffenfabrika. Natürlich. Warten wir eben, bis das erste. Bis die ersten ankommen. Unsere Stadt braucht. Rom sieht ihre Bemühungen als mittelmäßig an. Ansehen zu erhalten. Okay. Ja, das können wir wahrscheinlich noch nicht erfüllen. So schnell. Also Rom zu fix für unsere Forderung. Das können wir so schnell nicht machen. So. Die Exporte gehen hier sowieso nicht. Also legen wir das gerade mal auf 12 fest, damit hier gleich noch mehr exportiert wird. So, viel mehr geht nämlich da sowieso nicht. Hier ist schon Holz und Eisen angekommen, ohne dass wir die Schiffe sehen. Sehr merkwürdig. So, Eisen ist da. Holz ist auch schon ein bisschen da. Sehr gut. Das heißt, wir bauen hier Waffenfabrike. Eins. Zwei. Oh, vielleicht kann ich so geizen damit. Wir werden natürlich gleich noch mehr importieren müssen, aber das sollte sich auch lohnen. Machen wir auch nochmal Verbindung hin. Und nochmal ein Lagerhaus. Es wird nur Waffen. Und später dann auch Rüstung. Dringend. So, ja. Vielleicht sollten wir sogar mehr Rüstung machen als Waffen. Für Rüstung brauchen wir auch noch Wolle, ne? Okay, Wolle müssten wir auch unbedingt dann machen. Weil das ist wichtig, Rüstung zu haben. Weil sonst können wir nur die ganz einfachen Soldaten ausheben. Und das hilft uns wenig gegen gepanzerte Einheiten. Schafweide. Da können wir aber besser wahrscheinlich das hier nehmen. Weil das extrem weit weg ist, ne? Ne, machen wir nicht. Das machen wir dann lieber nachher noch. Falls uns hier der Platz ausgeht. Schafweide. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nicht geizen, denn Kleidung können wir auch an unseren Mann bringen. Schaffarm. 1, 2, 3. Dann brauchen wir ein Lagerhaus. Oben für Wolle. Zack. Gut. Es fehlen hier aktuell tatsächlich wieder Arbeiter. Entwickelt sich mit Standardwaren, das heißt, da sollten wir eigentlich bald welche bekommen. Weitere, denn wir haben ja schon Glaswaren, die hier ausgeliefert werden und wir können demnächst dann auch. Entwickelt sich mit Brunnenwasser. Hast du doch. Okay, wir sind gerade erst eingezogen, das war, glaube ich, das Problem. So. Da werden Waffen hergestellt. Und demnächst auch eingelagert. Wir sollten hier auf das Maximum ausdehnen. Auch wenn das natürlich viel kosten wird. Das sehen wir jetzt. 4600 haben wir nur noch. Aber wir brauchen diese Waffen. Dringend. So, wie viel haben wir inzwischen? Ja, wir machen. Ja, ne, wir machen das schon auf Maximum. Passt schon. Wir sollten eigentlich währenddessen genug einnehmen. So, und da sind die ersten Waffen. Jetzt müssten wir jetzt auch die erste Wolle haben fast. Naja, noch nicht ganz. Aus der Wolle werden wir dann einmal zwei Kleidungsfabriker uns holen. Zack. Aus Kleidung. So. Und dann wollen wir auch Rüstungsfabriker haben.
auch zweimal. Auch ihr bekommt ein Lagerhaus für Rüstung. So, kein Rohmaterial, das ist natürlich blöd, aber so ist es nun mal. Waffen sind da, schon 12 Stück. Müssen wir eben schauen, unser Geld ist ganz schön schon angegangen. Wir bräuchten wieder Exporte hier. Wir sind hier schon bei den Glasbahnen beim Maximum tatsächlich. Hier auch fast, also wir bekommen dieses Jahr nicht mehr besonders viel. Das heißt, wir müssen tatsächlich hier mal gerade den Einkauf stoppen. Sonst wird uns das zu teuer werden. Gut, aber so sei es. Wir bauen jetzt hier... Warte mal, die Unterstützung können wir nicht leisten aktuell. Wir müssen erstmal uns selber mit unserem Militär beschäftigen. Indem wir eine Kantine bauen, einen Rekrutierungsposten, der hier natürlich hinpasst, warum auch immer. So, und dann erstmal Waffenrüstung, Waffen, Waffen und Rüstung, Waffen. Also machen wir erstmal leichte Infanterie. So. Wir brauchen unbedingt mehr Arbeitskräfte. Okay. Ja, das ist jetzt auch blöd, aber egal. Müssen wir gleich wahrscheinlich noch probieren, da ein bisschen, wie da eine Platzierung ist. Aber wir brauchen dringend mehr Arbeitskräfte, das heißt, wir werden hier noch ein paar mehr Insulär setzen. Zack. So. Und dann ist das auch gleich wahrscheinlich deutlich besser, was unsere Produktion hier angeht. Wir haben kein Geld mehr. Die Mine ist ausgebrochen, das heißt, wir brauchen dringend eine Klinik. Stopp. Klinik. Zack. Und dann brauche ich dringend Hilfe. So, hier warten wir darauf, bringt das Januar wird. Das ist jetzt der Fall. Das heißt, wir können wieder alles neu exportieren. Das ist doch spitzenmäßig. Das heißt, wir sollten gleich wieder an Geld kommen. Hier werdet kaum noch Sachen kommen. Ich würde auch was sagen, wir legen auch nochmal zwei von euch still. Damit wir auch ein bisschen mehr an Rüstung kommen. Wie sieht es damit aus aktuell? Die erste Rüstung ist produziert. Die erste Kleidung wird auch schon produziert. Das ist doch wenigstens schon mal eine gute Nachricht. Müsste jetzt halt da war ein Export. Wir lassen jetzt mal erstmal nur Eisen einkaufen, denn wir haben aktuell noch relativ viele Waffen. Dieses Fort ist schon fast fertig. Schwere Infanterie. So. 750 Denari ist auch schweineteuer. Platz. Aber naja, was soll's. Wir bräuchten dringend hier Soldaten. Und jetzt können wir, glaube ich, gleich in den Minusbereich, falls er mal in Port kommt. Ah, da ist tatsächlich Eisen gekommen und es ist gleichzeitig genug passiert. Die Chance auf sich ist nicht schlimm, das lassen wir mal lieber. Warten lieber, sonst haben wir die wieder die ganze Zeit nicht vorhanden. Das ist ja auch wenig. Befehle, kein Einkauf. Wir müssen wieder ein bisschen Geld scheffeln. Also bitte kauft unsere Glaswaren. Da sind schon wieder alle verkauft. Auch schon wieder die Hälfte. Wir müssten uns bald ein zweites Standbein da ausbauen. Wir haben die Gelegenheit verpasst. Naja. Kann ich ändern. Oben brennt es übrigens. Das ist nicht gut, aber wir haben doch hier eigentlich ein Fettenbüro, der sollte das löschen können. Wolle haben wir definitiv schon wieder genug. Löscht es doch bitte.
löscht den Brand. Sehr gut. So, da wird nämlich auch schon jetzt die Rüstung rausgenommen. Die werden definitiv verbraucht aktuell. Kleidung sollten wir hier auch schon verkaufen an unseren Bürger. Ja, sollte so sein. Wir bekommen auch wenigstens wieder ein bisschen Geld. Wünscht sich vielleicht irgendwer... Die wünschen sich Waffen. Das ist ein guter Plan für uns. Öl bringt uns wenig. Rüstung können wir den halt bald liefern wollen. Gut, also ich würde sagen, wir werden denen bald Waffen liefern. Das kostet aber 1500 tatsächlich. Ja, wir müssen erstmal weiter unsere eigene Waffenproduktion hier ausbauen. Hier brennt halt alles gerade. Was ist denn hier los? Die Produktion hier ist, läuft nicht mehr so ganz auf Hochtouren, das gebe ich zu. Die Eisen und Nutzholz werden jetzt mal wieder importiert komplett. So, das war wieder teuer für uns, aber naja. Das an. Das heißt, ich kann jetzt weiter produzieren, aber nur die natürlich, die hier noch offen sind. Jetzt haben wir schon gleich zwei Trupps ausgehoben. Das ist doch schon mal vorbildlich. So vorbildlich, dass ich tatsächlich hier bald nochmal einen Kavallerie-Hilfstrupp ausbilden lasse. Sie haben Schulden gemacht. Das ist schlecht. Das sollte sich gleich natürlich. Das Wohlwollen ist immer gut. Das ist mir der Einkauf wieder weg. Ich hoffe, wir bekommen noch ein. Ich verschwinde aus der Stadt, wenn die Götter ihre Wut an diesem Ort auslassen. Wir können diesen. Wir können aktuell keine. Oh oh, und wir haben September. Wir können nichts mehr exportieren und wir haben September. Hier alles, weil wir unsere Arbeiter nicht bezahlen. Exportiert bitte Rüstung. Wir haben doch noch Rüstung, oder? Zwei Stück. Liefert die hier hin, um sie dann zu exportieren, bitte. Warum war denn hier schon wieder Eisen? Habe ich euch nicht befohlen. Ihr müsst jetzt Rüstung exportieren. Exportiert Rüstung! Oh, nach militärischer Unterstützung. Gut, machen wir. Lauft los. Da laufen wir los. Heute ist ein guter Tag zum Sterben. Oder da. Hinten, dann geht los. Massakt unseren Legionen seine Gunst und verbessert ihr könnt im Kampf. Klasse. So, Dezember. Ist gleich Januar, das heißt, wir können wieder was exportieren. Vernünftig. Nicht nur Waffen, nicht nur Rüstung. Weil die Rüstung können wir auch gut exportieren, falls endlich mal ein Schiff kommt. Man hält sie für einen schlechten Statthalter. Komm, Januar, bitte. Es könnte sein, dass wir in dieser Mission tatsächlich daran scheitern hier. So, jetzt haben wir wieder Geld. Wir bezahlen euch. Löscht bitte die Brände. Eine fette Schlacht gewonnen, immerhin. Immerhin sind in den Reihen des Stadtteils aus Rom zügelmäßig aufgestanden. Könnt ihr jetzt bitte das Feuer löschen? Wir haben unsere Schulden bezahlt. Los, löscht bitte die Brände. Was ist denn hier los mit den Präfekten? Die arbeiten ja gar nicht mehr. Aber wir brauchen hier ein zweites Präfektenbüro hin. Vielleicht arbeitet das besser. Korten sind zurückgekehrt. Wir haben jetzt Februar und haben schon wieder kein Geld mehr. Das ist doch traurig. Jetzt waren wieder Exporte da. Wir müssen definitiv mehr exportieren. Oh, jetzt brennen die hier alle runter, weil irgendwie das Ganze nicht gelöscht wird. Warum auch immer. Löscht es doch bitte. Plünderer stehen vor der Stadt. Wir können es halt kaum leisten, hier die Gebäude zu setzen.
brennen denn jetzt hier noch die ganzen Gebäude? Oh. Was ist denn hier los? Oh oh. Alles löschen, schnell. Kann irgendwas noch gerettet werden, bitte? Okay. Irgendwelche Plünderer. Alles auf einmal jetzt. Unsere Kohorten sind auch nicht vollständig erholt. Währenddessen brennt unsere gesamte Stadt nieder. Muss man schnell hier weitere Häuser nachbauen, weil sonst... Währenddessen müssten wir hier hoffentlich die Stadt gewinnen. Schmerz ist nur Schwäche, die den Körper verlässt. Komm ich noch irgendwo einen Trupp? Los, angreifen. Alle Mann, in Angriff. Nachdem unsere gesamte Stadt niedergebrannt ist. Ich weiß auch nicht, warum sie es immer noch nicht gelöscht haben. Es brennt auch wieder alles. Es brennt einfach alles. Ist das an ihrem Gott vielleicht? Rom sieht ihre Bemühungen als Mittel. Unsere Stadt ist als nicht sehr fromm bekannt. In unserer... Die Nahrungsbestände unserer Stadt sind sehr niedrig. Ein Feuer gegen die Stadt. Ja, hab ich festgestellt. Es wird wieder aufgehört. Ist länger in einer Reihe als die meisten ja, die Leute Truppen den ganzen ihrer, Tag. Der feindlichen Armee besiegt. Na, immerhin eine gute Nachricht. So, hier ist das Feuer inzwischen unter Kontrolle. Oh, das war ein teures Vergnügen. Würde ich sagen. Zack, das hat nämlich unsere Bevölkerung sowas von dezimiert. Aber wir werden gestärkt daraus hervorgehen. Und aufpassen, unsere Schulden... keine Schulden zu machen. So. Zack und zack. So. Wo wüten denn noch Brände? Hier oben wahrscheinlich, ne? Das sollte er aber unter Kontrolle bekommen, hoffe ich. Hier brennt es dagegen extremst. Die unsere Stadt braucht mehr Arbeitskräfte. Wir haben halt kaum Arbeiter. Bildung, Unterhaltung. Ah ne, hier müssen wir gucken. Enden sammeln. Perfekten Ingenieure. Ich hoffe, wir können hier noch einiges löschen. Und hier noch ziemlich viel exportieren. Das wäre auch ganz gut. So, langsam oder sicher hört hier einiges auf zu brennen. Hier sind schon Sachen wieder niedergebrannt, aber das kann ich gerade nicht korrigieren. Solange es hier auch noch weiter brennt, hilft es halt auch nichts zu korrigieren. Löscht es doch! Was ist denn hier los? Wahrscheinlich brauchen wir auch mehr Ingenieursbüros, oder? So, es hat aufgehört zu brennen. Bauen wir hier unten nochmal
neues Büro hin. Vielleicht waren davon einfach zu wenig da. Hier wollen wir nochmal einen Nahrungsmittelmarkt hin. Zack, der ist nämlich auch niedergebrannt. Vor einer Weile. Und dann läuft das hoffentlich bald alles wieder so, wie es schon mal gelaufen ist. So. Ich ziehe das Posten mal wieder an. Und ziemlich viele Waffen. Und relativ viele Rüstungen exportiert. Wir haben jetzt natürlich keine weitere Rüstung mehr, weil wir kein Rohmaterial haben. Was ich mich allerdings auch aktuell nicht traue zu kaufen. Ist halt immer noch im ganzen Jahr Lager, ne? So, Sandsieder. Zack, zack. So, die sollten wieder rekrutiert werden. Da fehlen natürlich Rüstung. Jetzt haben wir auch wieder 2000 Denari, also wir können jetzt zumindest mal den Eisenimport wieder zulassen. Und brennt es halt auch schon wieder. Was ist denn hier los? Graugebäude sind unmittelbar in Gefahr, Feuer zu fangen. Warum sind die denn in Gefahr, Feuer zu fangen? Okay, jetzt sind sie nicht mehr. Merkwürdig, hier brennt es auch schon wieder. Jetzt haben wir wieder, glaube ich, Eisen importiert. Jetzt haben wir wieder Geld. Ich kann halt hier immer ein bisschen hin und her gehen, was unseren Import angeht. Mal importieren wir was, mal nicht, je nachdem wie viel Geld wir gerade haben. Bis wir hier einen soliden Flow uns leisten können. Jetzt brennt das hier schon wieder überall. Warum? Wir bauen hier nochmal in einem Effektenbüro. Also ich verstehe es nicht, warum hier so viel immer brennt. Also ich hoffe, dass es einfach daran liegt, dass zu viele Gebäude sind, die ineinander sind und dass ich jetzt dadurch, dass ich weitere Effektenbüros gebaut habe, dass ich das ein bisschen reguliert. So, jetzt haben wir schon wieder Schulden, aber wir haben Januar. Das heißt, die Chancen stehen gut, dass wir hier gleich wieder was exportieren können. Los, exportiert was! Schiffe brauchen euch. Dringend. Ganz dringend brauchen wir euch. Kommt! Warum exportiert ihr denn jetzt nichts? Macht mich doch hier nicht unglücklich. Wir haben ja jetzt schon Februar. Es muss doch jetzt mal langsam Schiff kommen. Unterstützung. Los, zieht in die Schlacht, meine Kämpfer. Ach, endlich haben wir wieder Geld. Also schlimm ist, dass da schon wieder ziemlich viel von unserem Exportguthaben, glaube ich, draufgegangen ist. Ne? Hier gar nicht so viel. Okay, immerhin. So, wir haben wieder Waffen, das ist gut. Komm, ihr dürft auch wieder ein bisschen Rüstung exportieren. Falls ihr könnt, jedenfalls. Dann dürft ihr wieder ein bisschen Eisen importieren. Und dann würde ich sagen, werde ich hier die Folge beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Hier unten rechts für ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.